leider nochmal ziemlich erwischt und er liegt jetzt gerade im Bett und versucht sich auszukurieren. Genau, er wäre so super gerne da gewesen. Und wir haben echt mit uns gerungen. Auch gestern, als wir dann beschlossen haben, dass er nicht predigen kann, haben wir drum gerungen, was sollen wir denn sagen? Soll ich jetzt das sagen, was uns auf dem Herzen lag schon die ganze Zeit, was wir eigentlich ausgemacht haben, woran wir gearbeitet haben? Oder will ich es nochmal ganz umschmeißen? Weil wir haben uns so drauf gefreut, oder Fagin hat sich so drauf gefreut, ein Stück von seiner Geschichte weiterzugeben und Zeugnis zu geben und ein bisschen von sich zu erzählen und euch damit zu ermutigen. Und das wäre halt so cool gewesen, wenn er das selber machen hätte können. Und ich habe auch gesagt, hey, ich nehme da sowas raus, wenn ich diese Geschichte erzähle. Und du könntest es so viel besser, vielleicht solltest du es irgendwann anders machen. Und dann sind wir aber auf den Punkt gekommen, oder er hat dann gesagt, hey, meine Geschichte ist doch inzwischen deine Geschichte. Und mein Zeugnis ist doch inzwischen dein Zeugnis. Und mein Zeugnis ist so viel mehr als diese, weiß ich nicht, wie lange ich heute rede, diese Minuten, wo ich von ihm erzähle. Und ich erzähle heute so einen Ausschnitt von seinem Zeugnis, von seinem Leben, von seinen Erfahrungen mit Jesus und ein bisschen was von mir. Und ich möchte euch heute weitergeben, was wir gelernt haben und was wir auch auf dem Herzen hatten, was wir euch mitgeben möchten, von was wir gelernt haben in den letzten Jahren. Und deswegen, der Fagin wird irgendwann hier auch nochmal stehen und wird nochmal mehr erzählen. Er wird nochmal mehr und ausführlich erzählen, was er, wo er herkommt, was er erlebt hat, warum er hier ist. Und ich erzähle euch einfach so ein bisschen ein Bruchstück, was für heute relevant ist. Genau, wer den Fagin noch nicht so gut kennt, ich habe auch einige Bilder heute dabei, ihr werdet ihn trotzdem sehen, ist das nicht schön? Genau, der Fagin kommt aus Südafrika und Südafrika ist im Süden von Afrika, kann man sich herleiten. Er kommt tatsächlich aus Kapstadt, genau, ein sehr, sehr schönes Land. Er wohnt jetzt nicht direkt in der City, in der Stadt, sondern in so einem Vorstadt. Mitchell's Plain heißt das. Könnt ihr mal eingeben, falls euch das interessiert. Genau, und da ist er geboren und aufgewachsen. Er ist in einer Colored Community aufgewachsen, weil der Fagin nämlich Colored ist. Der ist nicht schwarz oder black. Er ist auch nicht weiß. Er hat immer gesagt, na, ich war halt immer so ein bisschen zwischendrin. Den Weißen war ich zu dunkel und den Dunklen war ich zu hell. Und tatsächlich hat ihn das auch ein bisschen geprägt. Oder es ist einfach auch so eine Aufgabe als junger Mann, als colored junger Mann oder egal wie man aussieht in Südafrika, so ein bisschen rauszufinden, wo gehöre ich hin. Eigentlich, weil es so multikulturell ist. Also das sind so viele verschiedene Menschen, die so verschieden aussehen. Und dann auch da zurechtzufinden, so was darf ich machen, was darf ich noch nicht machen in der Gesellschaft. Genau, was möchte ich machen, wo will ich hin, welche Chancen habe ich und welche Chancen habe ich auch nicht. Das ist tatsächlich auch nach wie vor noch so ein bisschen, genau, der Fall, was wir irgendwie auch gar nicht mehr so erwarten. Jedenfalls ist er in der Colored Community aufgewachsen, in einer sehr lieben Familie, die durch Höhen und Tiefen gegangen ist. Genau, er hat viel erlebt von Krankheit zu, also nicht er persönlich, aber seine Mama war ganz lang krank. Und genau, also das erzählt er mal. Genau, und da ist er aufgewachsen. Und eine Sache, die er super gerne macht, und ich glaube, daraus ist das auch so ein bisschen entstanden, dass der Plan war, dass wir hier predigen, und zwar Geschichten erzählen. Ich habe zum Nobby mal gesagt, du Nobby, der Fagin findet deine Predigen richtig gut, aber ihm fehlen die Geschichten. Weil wenn du in Südafrika bist, ich war da, erzählen dir die Leute Geschichten mit so einer Leidenschaft. Manchmal erzählt er Fagin Leuten Geschichten von uns, die wir erlebt haben. Und ich frage mich so, hä, war ich da dabei? Also so, der holt dann aus und so ins Detail und
wie nennt man das, mit so einer Steigerung und dann ist da eine Spannungskurve und das macht er richtig gern und das liegt in seiner Kultur. Also das machen die alle gerne, die erzählen alle gerne Geschichten, die haben als Kind Geschichten gehört und das ist so Teil von ihm und er hat gesagt, es fehlt ihm hier so ein bisschen. Und dann hat der Nobby gesagt, ja gut, dann soll er halt mal seine Geschichte erzählen und mir das vormachen. Genau, er wird es mal machen. Er hat gesagt, er möchte gerne ein bisschen von seiner Geschichte erzählen, von unserer Geschichte und ist davon überzeugt, dass wir was daraus lernen können. Genau. Ich habe hier nochmal ein Bild von ihm mitgebracht. Genau, und habe eine kleine Geschichte mitgebracht. Once upon a time, there was a guy. Fagin war so 24 und der Fagin, der hat so ein bisschen überlegt, wo will ich hin, was mache ich, was ist der Sinn des Lebens. Er ist ein bisschen durch eine Krise gegangen, durch depressive Phasen, ihm ging es nicht gut. Studium hat er abgebrochen, um zu Hause seine Mama zu pflegen, die gerade an Krebs erkrankt ist. Ihr geht's wieder gut und ich liebe meine Schwiegermutter und bin sehr froh, dass sie noch da ist. Aber er hat sie gepflegt und die Freunde waren aber so semi-treu und er hat genau Menschen verloren und er hat sich überlegt, wo will ich eigentlich hin, was mache ich? Und er ist nach Jahren wieder auf Gott gestoßen. Er sagt immer, ich hab über Jesus gehört, aber ich habe Jesus nicht gekannt. Also er war in der Kirche als Kind, ist immer mitgegangen und so, aber für ihn hat es wenig relevant gehabt. Aber er hat Jesus getroffen, übernatürlich, natürlich, wird er auch mal erzählen. Und er hat gesagt, ja Gott, da ist irgendwas dran und ich möchte das. Er hat ja zu Gott gesagt, aber wie wir es doch auch kennen, hat er so zwischen den Welten gelebt. Er war zu Hause bei seinen Freunden, bei seinen Jungs, durfte ich mitbringen, das Bild. bei seinen Jungs, er hat Partys gefeiert, er war draußen, haben viel getrunken, haben versucht, so irgendwie Erfüllung auch zu leben. Und auf der anderen Seite ist er immer wieder heimgekommen und hat gesagt, hey, das ist doch nicht alles. Das ist doch nicht alles. Und Jesus, du hast doch so viel mehr für mich. Und dann ist er in die Kirche gegangen und hat aber auch gemerkt, oh, das sind eigentlich überhaupt nicht meine Leute, aber Gott hat ihn immer wieder zurückgebracht in diese Kirche. Und er hat gesagt, ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Die schauen meine Tattoos an, die sehen meinen Goldzahn. Sieht man den da? Weiß ich nicht. Ich gehöre hier nicht hin, aber er hat sich immer wieder senden lassen und er hat sich immer wieder ziehen lassen in diese Kirche auch rein. Aber es ist so ein Hin und Her entstanden. Und eines Nachts ist er heimgekommen, spät nachts, nach so einer Party. Und er ist ins Bett gegangen und hat gemeint, oh, es ist so eine Unruhe da. Und ich glaube, er meinte, er hat vielleicht so ein, zwei Stunden geschlafen. Und dann ist er wieder aufgewacht und hat gesagt, oh, ich kann nicht schlafen, was ist das denn? Und dann setzt er sich vor den Fernseher. Und in dem Fernseher, da läuft irgendwas über irgendeinen Missionar in irgendeinem Land, das weiß er schon gar nicht mehr. Und er sitzt vor dem Fernseher und hört das Wort Mission, Missions, Missions, Missions. Und er hat keine Ahnung, was das bedeutet. Was ist Mission? Was bedeutet es? Und dann kommt seine Mama früh und hat Frühstück gemacht oder geputzt, ich weiß auch nicht ganz genau, geht in die Küche und dann sagt er zu seiner Mama, du Mama, ich glaube, Gott sagt, ich soll in die Mission gehen. Sie schaut ihn an und sagt, mein Junge, ich glaube, du bist noch ziemlich betrunken. Geh mal wieder zurück ins Zimmer und schlaf. Und er sieht's ein, ja, war eine volle Nacht und eine nasse Nacht, feuchte Nacht, keine Ahnung, was meine Mama da immer gesagt hat. Feuchtfröhliche Nacht, genau. Er sieht es ein, geht zurück ins Bett, aber es poppt immer wieder auf. Missions. Missions. Und auch die Tage danach, es geht nicht weg. Und er spürt da was, er spürt da ein Ziehen
Und er weiß nicht, was er machen soll. Und dann macht er eine Sache, und das finde ich irgendwie ziemlich witzig. Er schreibt einem Freund, von dem er weiß, dass er bei YWAM ist, also bei Jugend mit einer Mission. Und er schreibt auf Facebook, hey Mann oder Bruder oder was auch immer, ich glaube, Gott sagt, ich soll in die Mission gehen, was soll ich jetzt machen? Aber nicht im Sinne, was soll ich machen, soll ich das wirklich tun oder nicht, sondern was bedeutet Mission, was ist mein nächster Schritt, was bedeutet es eigentlich, in die Mission zu gehen, was ist eigentlich Mission? Und bei ihm waren so viele Fragezeichen da und so ein Calling in was er nicht gekannt hat, wovon er sich nichts vorstellen konnte. Aber er geht den Schritt und sagt, was soll ich machen? Und der Gute, der sagt ihm dann, hey, ich habe eine DTS gemacht, da ist auch eine Base in Muesenberg, das ist ja nicht weit entfernt von dir, schaust dir doch mal an, bewerb dich da mal und es ist so ein halbes Jahr und da kannst du dich auf Mission vorbereiten. Und dann macht er das, er schreibt da seine Bewerbung hin, schreibt super ehrlich, er hat eigentlich überhaupt keinen Plan, was es eigentlich ist. Er weiß auch nicht, wie er gerade irgendwie mit Gott steht und wie auch immer. Die Schulleitung ist sich ziemlich unsicher, will ihn eigentlich schon ablehnen und hört dann aber doch von Gott, okay, den holen wir, okay, Gott hat irgendwas vor. Und dann kommt er hin, und es war ein Freitag, und hat gesagt, okay, am Montag muss ich arbeiten gehen wieder. Er hat seinen Job nicht gekündigt und sagt, ich probiere das einfach mal aus. Super skeptisch. Ich gehe da einfach mal hin, schaue mir das an und wenn das nichts ist, dann gehe ich einfach zurück. Und er erzählt, er lag in seinem Stockbett und hat das Gefühl, mach's. Er hat super Angst, seinen Chef anzurufen. Soll er das machen? Soll er das nicht machen? Ich kündige, und zwar, ich komme morgen nicht. Also so ein Anruf wäre das. Er weiß, dass sein Vater oder seine Eltern, mehr sein Vater, gesagt hat, hey, wenn du das machst, dann brauchst du eigentlich nicht mehr zurückkommen. Platt gesagt. Und er liegt da in diesem Stockbett und überlegt sich, was soll ich machen? Und ich habe Fragen für euch dabei. Und zwar, er hat ein Wort gehört, was super viele Fragezeichen mit sich gebracht hat. Er hat einen Weg gespürt, von dem er nicht wusste, wo er hinführt. Er hat ein Ziehen von Gott gespürt, ohne sich das irgendwie erklären zu können. Er hat ein Ziehen dahin gespürt, wo er wusste, da werden Steine im Weg sein. Das wird nicht leicht. Und ich habe eine Frage an dich. Wo hörst du diese Worte Gottes, die Fragezeichen mit sich bringen, wo du denkst, boah, was ist das überhaupt? Was soll das? Ich kenne das doch gar nicht. Ich kenne die doch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht, was ich da machen muss. Ich bin doch da auch gar nicht qualifiziert dafür. Wo hörst du Worte Gottes, die unmöglich erscheinen? Das geht doch gar nicht, Gott. Wo hörst du Worte, die ins Unbekannte führen? Solche Worte hat der Felgen gehört und er wusste nicht, was er machen soll. Und war in dieser Spannung zwischen dem Wort Gottes und ganz, ganz viele Fragezeichen. Auf der anderen Erde der Welt war ich. Zur gleichen Zeit. Und ich bin ja in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Meine Eltern haben beide schon eine DTS gemacht. Meine Eltern waren damals in Mosambik in der Mission. Da bin ich auch geboren, finde ich immer ganz cool, das sagen zu können. Und für mich war klar schon immer, ich mache auch eine DTS. Ich gehe auch mal, ich will auf jeden Fall wieder zurück nach Afrika. Meine Eltern waren da natürlich voll dabei, haben gesagt, natürlich, das erlauben wir dir, selbstverständlich. Und dieses Wollen zu gehen nach dem Abi, das war schon immer da. Für mich war das klar. Nur dann war es so, dass
kurz nach meinem Abi so ein paar Sachen auch weggefallen sind. Mein Ex-Freund und ich hatten uns getrennt. Mal ein paar Freunde sind weggezogen zum Studium. Ich wusste, ich bin jetzt noch ein halbes Jahr hier, bevor eine DTS anfängt. Ich hab mich total nicht gut gefühlt. Ich habe wirklich gemerkt, ich würde nicht sagen, ich hatte eine Depression oder so, aber ich habe wirklich gemerkt, dass mir so die Lust am Leben vergangen ist. Mir ist die Lust gegangen, irgendwo hinzugehen. Ich habe mich so gefühlt, als ob ich auf einer Stelle trete. Habe mich dann auch in Dinge geflüchtet, die mir halt irgendwie dachten, dass mir Spaß machen. War dann auch viel unterwegs auf Partys und so. Und dann gab es nochmal einen Jungen und so. Und ich dachte mir so, also eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, eine DTS zu machen. Mir ist da so die Lust vergangen und meine Emotionen, die haben das irgendwie nicht zugelassen, dass ich mich aktiv auf den Weg gemacht habe, mir eine DTS zu suchen. Und dann war irgendwann September und dann irgendwann Oktober und meine Eltern haben gefragt, ja, willst du nicht mal irgendwo dich bewerben? Die haben natürlich immer gefragt. Ich war währenddessen arbeiten und shoppen und für mich war es einfach so, was soll's? Also so ein bisschen diese Einstellung. Und dann hat, das war so ein bisschen meine Einstellung. Und da habe ich auch Fragen an euch. Und zwar, welche Worte von Gott, die ihr eigentlich schon mal bekommen habt, so wie ich auch eigentlich dieses Wort oder diesen Wunsch oder diesen Traum mit eigentlich in die Wiege und mit in mein Herz gelegt bekommen habe, von Gott zu gehen, welche Worte in deinem Leben, welche Worte Gottes sind so ein bisschen verblasst? Hast du vertagt? Mussten deinen Gefühlen weichen? Wie bei mir? Ich hatte keinen Bock mehr. Oder waren bisher noch nicht an der Zeit? Ich bin davon überzeugt, dass Jesus spricht und dass Jesus uns ein Herzensthema schenkt, dass Jesus einen roten Faden in unserem Leben hat, dass Jesus uns alle beruft, rauszugehen, aber dass Jesus jeden von euch individuell beruft. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus schon gesprochen hat und was gesagt hat, euch was aufgezeigt hat, auf die unterschiedlichsten Art und Weisen. Interessant, ich war auf Instagram unterwegs vor ein paar Tagen und da bin ich auf ein Ehepaar gestoßen. Das hat, ich glaube, 2 oder 3 Kinder. Und es war als junges Ehepaar, bevor sie Kinder hatten, frisch verheiratet, in einem anderen Land und haben sich da was angeschaut, ein Projekt. Und die haben gemerkt, wow, das liegt uns richtig auf dem Herzen und es ist richtig gut. Und sind dann aber zurück und dann haben sie Familie gegründet, dann waren sie in Deutschland, dann waren sie hier und haben ihr Leben so eingerichtet. Und dann hört der Mann eine Predigt mit der Frage, was würdest du bereuen, nicht getan zu haben, weil du glaubst, dass Gott gesprochen hat? Und er ist heimgegangen und hat zu seiner Frau gesagt, wir müssen unsere Kinder packen und gehen, weil Gott es gesprochen hat. Und wir haben es aber vertagt. Wir haben gesagt, gerade nicht, die Umstände sind nicht passend. Und dann sind sie gegangen als ganze Familie, ähnlich wie die Larkins. Und das ist eine Riesenherausforderung. Ja. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Der Herr hat Pläne. Gott hat Pläne. Für jeden von uns. Nur ist die Frage, wie wir auf diese Pläne reagieren. Wie du auf diese Pläne reagierst. Auf die Pläne, die er noch hat und die er auch schon offenbart hat, wo du gerade auch mittendrin steckst. Auch im Neuen Testament lesen wir das. Im 1. Petrus schreibt Petrus, ihr, die doch seid das Volk, das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft,
eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch schon aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Jesus anzunehmen und mit Jesus zu leben, bedeutet immer, Jesus weiterzugeben. Auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Es bedeutet immer hingehen. Als den ersten Punkt von den nächsten 5, die wir in den nächsten Wochen hören. Er fordert uns auf, zu gehen. Und die große Frage ist, was machen wir damit? Horst Gillmann ist nicht da? Ist er da? Der hat vor ein paar Wochen gepredigt hier und hat gesagt, eine Entscheidung ohne erster Schritt ist immer noch eine Absicht. Ist mir so hängen geblieben. Du kannst dich dafür entscheiden, Jesus zu folgen. Hat er auch gemacht, wenn aber nicht dieser Schritt da ist, sondern nur dieses vielleicht, vielleicht auch nicht. Dann war es noch keine Entscheidung, sondern dann war es eine Absicht. Was ist mit euren Absichten passiert? Was ist gerade mit euren Absichten? Und was wäre der erste Schritt, dass es eine Entscheidung wird? Ihr fragt euch vielleicht, was die beiden gemacht haben mit diesem Ziehen oder mit diesen Worten Gottes. Und zwar kann ich euch sagen, dass dieses Bild in Muesenberg aufgenommen worden ist. Das heißt, ich bin tatsächlich gegangen. Gott hat durch Nichtchristen ziemlich direkt zu mir gesprochen. Die haben gesagt, hey, warum bist du so doof und nimmst so ein Abenteuer nach deinem Abi nicht an? Und das hat mich aufgerüttelt. Warum nicht? Und dieses Bild ist tatsächlich in Plantai in Malawi aufgenommen worden. Das heißt, der Fang ist tatsächlich geblieben. Ja, zum Schock seines Chefs. Weiß ich nicht, wie ich weitermachen soll. Aber ich habe noch was. Ich habe noch ein paar Bilder dabei. Der Fagin ist tatsächlich 5 Jahre geblieben bei YWAM. Dafür, dass er eigentlich nur ein Wochenende bleiben wollte, war es ziemlich lange. Er hat ziemlich viel, genau, er hat dann noch DTS gestafft, also mitgearbeitet. Er hat DTS geleitet und war dann eben noch 5 Jahre dort. Er war noch 2-mal in Malawi, glaube ich. Genau, also einfach mit seinen Teams dann. Er hat das den Kindern erzählt. Er hat sich aber auch mit DTS-Students befasst und rumgeschlagen, besonders mit den europäischen DTS-Students, die irgendwie immer sehr einen eigenen Kopf hatten. Und ich bin im Vaterhaus gelandet. Nach der DTS sah noch ein bisschen anders aus. Und so genau hat uns Gott weitergeführt. Und es war nicht nur ein, mach die DTS zu uns beiden, sondern es ist weitergegangen. Es ist weitergegangen und wir haben noch viele Entscheidungen für Jesus getroffen und die ein oder Entscheidung natürlich auch gegen Jesus, so ist das im Alltag. Und so ist es bei uns weitergegangen. Und nach 2,5 Jahren, das ist tatsächlich noch ein Bild von unserem Outreach. Fagin hat super abgenommen, ich habe super zugenommen in Malawi. Da waren wir zusammen, haben zusammen eine Schule gestrichen. Und dann ist tatsächlich so gekommen, dass ich 2,5 Jahre später nochmal geflogen bin, um ihn nochmal ein bisschen besser kennenzulernen mit seiner Nichte, der Katie. Und so haben sich unsere Wege dann wieder zusammengeführt und so haben wir dann nochmal zueinander gefunden, haben Beziehungen angefangen, ja letztes Jahr geheiratet und dann war natürlich die große Frage, was ist jetzt, was machen wir? Also was möchten wir auch als Ehepaar machen? Und ich sag euch, ich wäre super gerne heute oder im Frühjahr 24 hier gestanden, um euch zu verkünden, wir gehen dieses Jahr noch weg. Weil das war unser Plan. Und das war das, was wir gedacht haben, wir hören von Gott.
wir möchten in die Mission und zwar schnell, so ein bisschen. Ich hatte super Lust zu gehen. Ich wusste, also während THS und auch während der Zeit hier im Vaterhaus, habe ich auch schon öfter mal gesagt, hört ihr gerade nicht das erste Mal von mir, dass ich gerne eben in die Mission möchte, also in die klassische Mission, also wirklich, dass mir Afrika auf dem Herzen ist und dass ich da auch gespürt habe, das macht Sinn, jemanden aus Südafrika und den Felgen zu heiraten. So unlogisch ist es gar nicht. Genau, war dann irgendwie so eine Kopfentscheidung auch für den Felgen. Aber es ist anders gekommen. Er war jetzt hier, wir haben gemerkt, wir haben noch nicht das Go von Gott, auch im Miteinander mit Elke und Edgar, unseren Mentoren, haben wir gemerkt, vielleicht möchte Gott, dass wir noch länger hier bleiben. Und da haben wir auch wieder ein Wort Gottes gehört und auch wieder überlegt, was machen wir mit diesem Wort Gottes. Und der Felgen ist Missionar und es hat nicht aufgehört, als er YWAM verlassen hat. Wisst ihr, wo er jetzt Missionar ist? Bei der Firma Weiler. In Emskirchen. Da hat er jetzt eine Ausbildung angefangen. Da seht ihr sein Team und die im ersten Lehrjahr. Genau. Und er würde immer noch sagen, ich bin Missionar. Ich bin Missionar. Ich bin in Deutschland. Da natürlich Missionar. Und trotz dessen, dass er eine Ausbildung macht, dass er einen festen Job hat, dass er irgendwie einen Plan hat, was er jetzt gerade machen soll und nicht irgendwie von Spenden lebt oder nicht um die halbe Welt reist. Trotz dessen, dass er sagt, okay, die nächsten 3 Jahre sind fest und irgendwie fühlt sich so deutsch an, hat er gesagt, hey, ich bin immer noch Missionar hier und ich lasse mich darauf ein, hier Missionar zu sein. Und ich habe ein bisschen gestruggelt, zu überlegen, gefällt mir die Idee überhaupt noch 3,5 Jahre noch hier zu sein? Und ich bin auch ins Gebet gegangen und ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich Lobpreis gemacht und ich habe ein Lied herausgezogen. Und da habe ich folgende Lyrics gesungen. Ich habe gesungen, no matter what the cost will be, the author of all history deserves the love of every tribe and tongue. Egal was es kostet, der Autor aller Geschichte, der Herr der Welt, der ist es würdig, dass jede Nation, jede Zunge ihn anbetet. Und ich dachte immer, das ist voll weit weg. Und dann Und dann kam mir das Bild von den Kindern in Gostenhof. Und ich habe gemerkt, dass Jesus es auch würdig ist, von ihnen angebetet zu werden. Und unsere Botschaft ist heute an euch, dass ihr euch von Gott rufen lasst und überlegt, was macht ihr mit den Worten, die Jesus zu euch gesprochen hat und spricht? Und wohin lasst ihr euch senden? Und es muss nicht Afrika sein, das kann Afrika sein. Lasst euch nicht aufhalten, euch auch irgendwo anders hinzusenden. Das ist so ein Traum, da geht mein Herz auf, wenn ich merke, dass Leute gehen und es ist so gut und es ist so ein Geschenk von Gott, auch wirklich dahin geführt zu werden. Wir haben es vorhin gesungen. Führ mich dahin, wo ich unbegrenzt vertraue. Ich weiß nicht, wer es alles mitgesungen hat, ich glaube viele. Möchtest du wirklich dahin, wo du keine andere Chance hast, außer Gott zu vertrauen? Wo keine Sicherheit da ist? Lasst euch wirklich rufen, auch ins Unbekannte. Und
schieb diese Fragezeichen nicht weg, weil irgendwie müsst ihr nach Antworten ringen, aber wenn ihr ein Wort hört, Missions, und ihr habt keinen Plan, was es bedeutet, was es für eine Auswirkung auf euer Leben hat, macht euch auf die Suche. Oder traut euch, dass die alten Worte wieder rauszuholen und zu überlegen, was bedeutet es jetzt? Und lasst und geht hin, egal wohin. Ob es nach Gossenhof ist, ob es in die Firma Weiler ist, ob es nach Malawi ist, macht euch auf den Weg hinzugehen. Weil wir sein Volk sind. Und wir haben den Auftrag, die großen Taten zu verkündigen. Die Fragen nochmal zusammengefasst, die sind dann auch auf YouTube zu sehen. Vielleicht könnt ihr euch wirklich mal zu Hause hinsetzen oder legen, wie es euch am besten gefällt. Und macht ein bisschen Hausaufgaben und lasst Gott sprechen, ladet den Heiligen Geist ein, zu euch zu sprechen. Ihr alle bitte machen. Das liegt mir so auf dem Herzen, dass ihr Worte von Gott empfangt und nicht das Gefühl habt, sie sind zu groß, sondern wenn sie groß sind, dann bedeutet es Abenteuer. Und dann bedeutet es, Gott unbegrenzt zu vertrauen. Und es ist ein so schöner Platz, wenn man da ist. Und die Liebe und das Vertrauen auf Gott gelernt hat oder immer wieder neu lernt. Genau, das war die Botschaft. Das war ein Stück Zeugnis von, also Fagens Zeugnis, von meinem Zeugnis, auch wie wir auch zusammengefunden haben. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit unserer Geschichte, mit eurer Geschichte, was ich von euch höre, wo ihr mal landet, was ihr mal tut, wo ihr mal hingegangen seid und was für Wunder ihr da erlebt habt, weil Gott genau da